Zwei Minuten später, Freistoß für den Club, getreten von Ivica Banovic. Wittek, 1:0, ein traumhafter Kopfball, aber wo war da die VfB-Abwehr? Wittek erzielte seinen 22. Treffer in seinem 55. Bundesligaspiel. Und es war sein erstes Kopfballtor auswärts. Und das, weil er völlig frei stand. Hallo VfB, schon mal was von Witteks Torgefährlichkeit gehört? Der Mann hat letzte Saison immerhin 16 Mal getroffen. Unglaublich, welche Freiheit er hier genoss. Angriffsbemühungen des VfB blieben Mangelware. Der als Spielmacher angekündigte Fane Rüth, nach Verletzungspause noch kraftlos, verhungerte im defensiven Mittelfeld in der ersten Halbzeit. Er konnte kaum Akzente setzen. Seine beste Szene hatte er hier. Nach knapp 40 Minuten erschickte Birovka. Schäfer ließ nach vorne prallen. Nari schoss auch noch Reinhardt an, bis Schäfer endlich zupacken konnte. Das war's dann auch schon im ersten Durchgang. Großen Fußball bekamen die Fans weiß Gott nicht zu sehen. Die Führung der Nürnberger, sie ging vollauf in Ordnung. Und Sekunden nach Birovka hatte Schroth auch noch die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Und er nutzte sie kurz vor dem Halbzeitpfiff. Eiskalt, souverän herausgespielt und wieder hatte Banovic vorgelegt. Zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere hatte der Kroate Banovic damit zwei Treffer in einem Spiel vorbereitet. Kein Abseits von Schroth. Bei der Ballabgabe stand Babbel noch vor ihm und den Ball von Banovic, den bekam er zurückgelegt, also alles in Ordnung. Wir sind bereits in der 73. Minute. Die Nürnberger kontrollierten das Geschehen nach Belieben, ließen den VfB richtig schlecht aussehen. Andreas Wolf, eine herrliche Flanke auf Wittek und der soll abseits gewesen sein. Aber Pustekuchen, Fehlentscheidung, es war gleiche Höhe. Zwei Minuten später dann doch nochmal der VfB, der krampfhaft versuchte, Chancen zu kreieren. Fane Rüth in der zweiten Halbzeit weiter vorne postiert, damit etwas effektiver hier am Ball, weil auch mehr ins Spiel eingebunden. Und Jondal Thomasson gegen Schäfer, astrein pariert vom Nürnberger Keeper. Abseits monierten die Klubabwehrspieler, hier in der ersten Wiederholung nicht zu erkennen. Aber hier, ich würde sagen, gleiche Höhe, richtig weiterlaufen zu lassen. Der Abschluss von Thomasson passte allerdings zum VfB-Spiel. Die Stuttgarter machten da weiter, wo sie vergangene Saison aufgehört hatten. Sie enttäuschten ihre Fans. Nur 18 Tore hatten sie in 17 Heimspielen erzielt, nur 5 Heimsiege gefeiert. Das war Vereins-Negativrekord. Und es bahnte sich das nächste Desaster an. Es wartet noch viel Arbeit auf Armin Fee, solange er noch weitermachen darf, denn eine große Lobby hatte er in Stuttgart noch nie und die ist nach diesem Auftritt definitiv nicht größer geworden. Ganz anders der Club, ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Saenko, Banovic, Saenko, ein Blick, ein Strahl, der passte genau, 3:0. Blitzsauber rausgespielt und Banovic mit seiner dritten Torvorbereitung, sehr zur Freude von Hans Meyer. Perfekt gespielt. Zunächst die Balleroberung, dann der Riesenantritt von Saenko. Blick links, Blick rechts. Die beste Option ist auf der linken Seite. Banovic mit richtigem Timing. Und das Ding saß präzise, wie es präziser nicht geht. Die meisten VfB-Fans reichlich bedient. Viele verließen das Stadion frühzeitig. Und Hans Meyer brachte in der Schlussphase noch den 22-jährigen Leon Benko, einen Kroaten, der von Vartex Varaždin kam und hier noch sein Bundesliga-Debüt feiern konnte. Aber da war schon alles gelaufen und es war ein grausamer Tag für den VfB. Tristesse statt Jubel über die neue Truppe, die mit erfahrenen Spielern mit internationaler Güteklasse endgültig die Ära der jungen Wilden hätte beenden sollen. Am Schluss bejubelten die Clubfans den höchsten Auftaktsieg der Vereinsgeschichte in der ersten Bundesliga mit einem klaren 3:0. Für die Stuttgarter dagegen war es die erste Niederlage seit 6 Jahren zu Saisonbeginn.
Für Armin Fee brechen harte Zeiten an. Da muss man kein Prophet sein. Seine Mannschaft ist den hohen Erwartungen einfach zu weit hinterhergehinkt. Ganz anders der 1. FC Nürnberg. Und bedenkt man, dass die verletzten Mintal, Kennedy und Pinola irgendwann noch dazustoßen werden, sowie Marco Engelhardt, dann ahnt man, dass da eine ganz große Saison auf die Mannschaft von Hans Meyer warten kann. Es steckt auf alle Fälle eine Menge Potenzial drin.